Es ist 21 Uhr. WDR aktuell. Die Nachrichten mit Udo Stier. Guten Abend. Wir können am Verhandlungstisch zu einer Lösung kommen. Wir sind gar nicht so weit voneinander entfernt. Aber es zeigt sich eben, dass die GDL-Spitze hier keine Lösung am Verhandlungstisch sucht, sondern die Konfrontation sucht. Bahnsprecher Staus kritisiert die Lokführergewerkschaft GDL, weil es im Tarifstreit weiter keine Einigung gibt. Wird seit heute auch der Personenverkehr bei der Deutschen Bahn bestreikt. Moritz Werner für WDR aktuell. Egal ob Hauptbahnhof Duisburg, Düsseldorf oder Dortmund, von Chaos ist heute keine Spur. Man merkt, der Streik war angekündigt, die meisten Reisenden haben sich darauf eingestellt, sind im Homeoffice geblieben oder mit dem Auto gefahren. Nur wenige Fahrgäste verpassen wegen Zugstreichungen wichtige Termine. Die wenigsten Zugausfälle gab es im Regionalverkehr in Ostwestfalen-Lippe. Grund dafür ist, dass dort einige der Strecken von privaten Schienenverkehrsunternehmen betrieben werden. Auch der RRX, der von Köln unter anderem über Düsseldorf und Essen nach Dortmund fährt, wird privat betrieben und fährt weitestgehend normal. Deutschlandweit fallen rund 70% der Fernverkehrs- und 60% der Nahverkehrszüge aus. Noch bis Mittwochmorgen um 2 Uhr soll der Streik andauern. Bis Donnerstag soll sich der Zugverkehr dann wieder normalisiert haben. Das Land Nordrhein-Westfalen will Ortskräfte aus Afghanistan aufnehmen. Nach den Worten von Ministerpräsident Laschet, so viele wie möglich. Es gehe vor allem darum, Frauen zu helfen, genauso wie Leuten, die sich für Menschenrechte einsetzten, sowie Künstlerinnen und Künstler. Die USA haben noch einmal bekräftigt, dass sie ihren Einsatz in Afghanistan Ende August abschließen wollen. Katrin Brandt, WDR Washington. Das Außenministerium war zuversichtlich, dass bis Ende August jeder Amerikaner ausgeflogen werden kann, der das Land verlassen möchte. Außerdem wird versucht, so viele gefährdete Afghanen wie möglich zum Flughafen und außer Landes zu bekommen. Das soll auch fortgesetzt werden, nachdem das US-Militär Afghanistan verlassen habe, sagte Jake Sullivan, der nationale Sicherheitsberater. Mit den Taliban werde mehrmals am Tag gesprochen. Es sei ihr erklärter Wunsch, dass die Mission der Amerikaner Ende August abgeschlossen ist, sagte John Kirby, der Sprecher des Pentagon. Sollte es nötig sein, über die Deadline hinauszugehen, müsste das der Präsident entscheiden. Weitere Meldungen im Überblick. In Düsseldorf wird der 75. Geburtstag des Landes Nordrhein-Westfalen gefeiert. Von jetzt an bis Sonntag wird der Landtag illuminiert. Er wird zum Beispiel mit Texten angestrahlt. Vorher hatte es einen Festakt auf der Galopprennbahn in Düsseldorf gegeben. In Nordrhein-Westfalen steigt die Zahl der Patienten weiter an, die mit Corona auf Intensivstationen behandelt werden. Sie hat sich innerhalb einer Woche verdreifacht und liegt jetzt bei 221. Allerdings sind das noch deutlich weniger als zu den Pandemie-Höhepunkten. Der Corona-Impfstoff von BioNTech/Pfizer hat in den USA eine vollständige Zulassung erhalten. Die zuständige Behörde teilte mit, es lägen nun ausreichend Nachweise und Daten vor, um die Sicherheit des Impfstoffs zu garantieren. WDR aktuell. Aus der Region. In den Hochwassergebieten ist die Stromversorgung noch nicht stabil. 300 Kunden im Kreis Euskirchen haben noch keinen Strom. Sebastian Titelbach, WDR Bonn. Teilweise sind die betroffenen Häuser noch gesperrt und die Techniker dürfen deshalb nicht rein. Aber selbst wenn ein Haus wieder angeschlossen ist, dann muss erst ein Elektriker alle Leitungen im Gebäude überprüfen. Dafür fehlen zum Teil Personal und Ersatzteile. Und dazu kommt der Zeitdruck. Bis zur Heizperiode soll der Strom überall zumindest provisorisch wieder fließen. Wie lange es dann dauert, bis die Stromnetze wieder so gut sind wie vor der Flut, das wissen auch die Fachleute derzeit nicht. Und das Wetter in Nordrhein-Westfalen. In der Nacht wird es teils klar und es bleibt trocken. Die Temperaturen sinken auf 13 bis 8 Grad. Morgen erst viel Sonne. Ab dem Mittag ziehen einige Wolken auf. Es bleibt aber trocken. Die Höchstwerte in Schleiden 18 Grad, in Gummersbach 19 und in Dortmund 21 Grad. Am Mittwoch erst sonnig, später nördlich der Ruhr Wolken, aber weitgehend trocken bei 18 bis 22 Grad. Das war WDR aktuell.